Mit zahlreichen Gästen hat Volksanwältin Gabriele Morandell im Plenarsaal des Südtiroler Landtags 40 Jahre Südtiroler Volksanwaltschaft gefeiert. An den offiziellen Feierlichkeiten nahmen unter anderem die ehemaligen Volksanwälte Werner Paller und Burgi Folger sowie die Verwandten des ersten Volksanwalts Heinold Steger, der verstorben ist, teil. Am 23. Februar 1983 wurde der Landesgesetzentwurf angenommen, aufgrund dessen die Volksanwaltschaft eingerichtet wurde. Seitdem können sich alle Südtiroler Bürgerinnen und Bürger an diese wenden, damit sie die Rechte und Interessen der Bürgerinnen und Bürger in ihren Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung mit den Grundsätzen der Unparteilichkeit, Effizienz, Angemessenheit und Transparenz unabhängig und autonom vertritt. In dieser Feier haben wir auch Volksanwälte aus Italien, aus Österreich, aus der Schweiz und aus Deutschland eingeladen, weil wir ja auch als Grenzregion oder als Brückenregion zu anderen Kulturen sind. Und in dieser Funktion habe ich es sehr interessant gefunden, verschiedene Beispiele heute auch aufzuzeigen. Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstrich in seinen Grußworten, dass die Volksanwaltschaft einen unverzichtbaren Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der öffentlichen Verwaltung leiste. Die Volksanwaltschaft sei Mittlerin. Aus der Sicht der Verwaltung würde ich sagen, ist die Volksanwaltschaft eine wertvolle Hilfe, weil sie aufmerksam macht auf Situationen, vielleicht auch auf Missstände oder problematische Verhältnisse, die die Verwaltung darin hindern oder sie darin behindern, gut zu verwalten, also eine gute Verwaltung zu sein und für die Bürger und Bürgerinnen die bestmöglichen Dienste zu erbringen. Die Volksanwaltschaft, so sagten viele der Referierenden bei der 40-Jahr-Feier, darunter Gundi Gadesmann, Kabinettschefin der Europäischen Ombudsfrau in Brüssel und Gabi Schwarz, Volksanwältin der Republik Österreich, sei sehr wichtig für die Demokratie, weil sie ein Auseinanderdriften von Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Staat verhindere.